Ja, die Stadt Paderborn überzeugt, denn sie kann komplexe Zusammenhänge einfach sichtbar machen. Das ist gerade, das ist schief. Das ist hoch und das ist kein rechter Winkel. Hatten die Bauarbeiter beim Aufstellen der 6 Laternen etwa zu viel vom Paderborner Domtropfen? Ja, da wird wohl einer vorgefahren sein, ne? Vielleicht ein LKW oder was? Vielleicht bei dem heftigen Sturm. Normalerweise dürfte sowas nicht passieren. Entweder war da jetzt Fusch am Bau oder, wie man so schön sagt, da ist was schiefgelaufen. Hier ist doch nichts schiefgelaufen. Die Stadt hatte eine schräge Idee. Ja, die sind mit Absicht schräg. Der Architekt hat sich dabei was gedacht. Wir hatten einen Wettbewerb. Der Sieger dabei hat diese Idee gehabt, die Lampen zum Platz hin zu neigen. Nein, echt? Ja, das ist Paderborn. So, irgendwann fängt man an, sich nicht mehr über solche Sachen zu wundern. Oh, ich bin verrückt. Ja. Verrückt ist das keineswegs, sondern ganz schön cleveres Marketing. Pisa ist auch nur bekannt aufgrund des schiefen Turms von Pisa. Paderborn wird bekannter noch sein, weil wir hier die schrägen oder schiefen Lampen vom Königsplatz haben. Genau, dann heißt es Pisa-Born. Pisa-Born. Ein Touristenmagnet. Ich fahre mit meiner Lisa zum schiefen Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisa ist in Italien, der soll da bleiben. Und wir brauchen keine schiefen Laternen von Paderborn. Dabei machen sie so viel Spaß, gerade wenn unerfahrene Touristen kommen. Der lehnte so schön da dran. Und da habe ich ihm einfach mal gesagt, da würde ich mich jetzt nicht ganz so feste gegenlehnen, das Ding ist schon schief, nicht, dass das auf einmal gleich umkippt. Die Reaktion war natürlich toll. Der guckte wirklich nach oben und ging gleich einen Meter an die Seite. Ach, Laternen sind irgendwie bewegend. Davon ist Pisa-Born überzeugt.